denn? Ich weiß ja nicht, wessen Hochzeit die da planen, aber doch mit Sicherheit nicht unsere. Wieso? Läuft doch alles super. Super. Brautjungfern von Kutschenweise, ja. Tauchen, Big Band, das findest du super. Ja, dann klar. Du nicht? Nein. Das klingt für mich wie Max Greger und Rudolf Moser mal eröffnet einen Zirkus. Hey Dave, mit wie vielen Gästen rechnet ihr denn? Mit zwei. Ja, 200. Ach, meine Familie sind also Angeber. Nein, das habe ich nicht gesagt, aber warum müssen die denn alle so rollen wie bei einer Wurzelbehandlung? Das ist mal wieder so typisch deutsch. Bloß keine Emotionen zeigen. Nur weil ich keine Goldmedaille für die dickste Träne haben will, heißt es noch lange nicht, dass ich keine Gefühle habe. Aber ich hau sie anderen Leuten nicht wie nasses Handtuch um die Ohren. Das ist der Unterschied. Eins wird mir so langsam klar. Du hast null Respekt vor mir. Ich werde bei meiner eigenen Hochzeit nicht einmal gefragt. Ich stehe nur dumm dabei mit einem 5-Euro-Schein im Haar. Also bitte, wer hat da vor wem keinen Respekt? Hm? Du bist ja sowas von gejick. Das bin ich nicht. Ich habe zwar keine Ahnung, was das heißt, aber das bin ich mit Sicherheit nicht. Weißt du was? Hm? Wenn du andere Leute so überflüssig findest, warum heiratest du nicht einfach dich selber? Ja, kannst du schön mit dir allein und einer halben Pizza im Abstellraum feiern. Na, du solltest vielleicht eine Schaufensterpuppe aus eurem Laden heiraten. Ich meine, die erfüllt ja auch den Zweck. Hm? Dich werde ich jedenfalls ganz bestimmt nicht heiraten. Ah, gut, wunderbar. Schön, sind wir uns ja endlich einig. Du bist sogar mega gejickt.